Auto rast gegen Wand, 4 Schwerverletzte. Nach einem schweren Unfall zwischen Schiltach und Wolfach am Donnerstagabend schweben 2 junge Männer in Lebensgefahr. 2 18-Jährige wurden zudem schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Der 19-jährige Fahrer war mit dem Wagen von der Bundesstraße 294 abgekommen und gegen eine Hauswand gekracht. Das Auto fing Feuer. 2 Busfahrer, die zufällig vorbeikamen, löschten es mit ihren Feuerlöschern. 3 der Verletzten musste die Feuerwehr aus dem Fahrzeug schneiden. Unfallursache war überhöhte Geschwindigkeit an der Stelle. Dort ist ein 19-jähriger Autofahrer nach dem Befahren des Kirchbergtunnels in einer leichten Linkskurve zunächst ins Driften gekommen, hat dann sein Fahrzeug gegengelenkt und dabei die Kontrolle komplett verloren über das Fahrzeug. Danach ist er nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und mit dem Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt. Bei dem Unfall fing der BMW Feuer und wurde völlig zerstört. Und das, während die Insassen noch im Wagen eingeklemmt waren. 4 eingeklemmte Personen, das ist eigentlich selten der Fall. Und das Problem ist, es sind jedes Mal junge Leute. Und vor allen Dingen, die sind wie jetzt heute Abend eigentlich persönlich bekannt. Die sind aus dem Ort. Es wird noch zusammengesessen, weil es ist wirklich nicht ganz einfach. Vor allen Dingen für die jungen Kameraden, die das noch nie gemacht haben. Ein Kollege war heute dabei, das sind Bekannte von ihm. Da wird es schon ein wenig schwieriger. 2 Busfahrer eilten mit ihren Bordfeuerlöschern zu Hilfe und starteten einen ersten Löschangriff. Erst nach einer aufwendigen Rettungsaktion konnten die Jugendlichen aus dem Wrack befreit werden. Ein Spreizer ist ja da immer vor Ort und dann braucht man noch einen Zylinder, um das Fahrzeug auseinanderzudrücken, weil die Personen waren also mit den Füßen hauptsächlich eingeklemmt. Die Füße vom Fahrer im Fußraum und vom Beifahrer, also vom Hintersitzer im unterm Fahrersitz. Das Fahrzeug war auf der linken Seite ziemlich arg deformiert. Anwohner der Bundesstraße, die nicht vor die Kamera wollten, erheben offenbar schwere Vorwürfe. Demnach fordern sie seit langem ein stärkeres Tempolimit. Bereits vor einigen Jahren ist ein Auto in diese Wand gekracht, berichtet die Bewohnerin des Hauses, in das der BMW jetzt krachte. Der junge Fahrer sei damals bei dem Unfall getötet worden. Die Behörden hätten daraufhin das Tempolimit von 80 Stundenkilometern um einige Meter erweitert. Das war alles, sagen die Anwohner und fordern eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 Stundenkilometer sowie ein Überholverbot. Ob das den Unfall Donnerstagnacht verhindert hätte, ist fraglich.